Wir machen heute ein 1 gegen 1 gegen unsere Community. Wenn die schaffen, mich zu besiegen, kommt jeweils 200 Gems in den Pot. Und der wird am Ende an euch verlost. Also hoffen wir mal, dass sie alle gut sind. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ab und liked. Wir gehen direkt los. Let's go. Erste Runde beginnt gegen Ludi mit dem Einhorn-Skin hier. Möchte er mich besiegen? Ludi ist, glaube ich, Lieblingsskin der Einhorn wirklich. Ludi ist natürlich wirklich ein starker Spieler, aber wir kennen uns langsam aus, wie gut Ludi ist und was seine Tricks und Mixed. Wir könnten den echt nochmal gut besiegen hier. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil er ist auch gut. Wichtig schieben. Wichtig, wichtig, wichtig. Würden wir hier noch einen Punch raushauen, dann würde der Herr keine Chance haben. Das ist so gut. Er greift aber auch an, weil Ludi ist guter Spieler. Wir müssen echt aufpassen. Ich glaube, wir müssen mehr mit Invisible haben. Weil wenn wir ihm wirklich hier zu nahe kommen, kann es wirklich passieren, dass wir komplett raus sind. Deswegen gehen wir mit Invisible rein und probieren ein bisschen Platz zu sparen. Oh, wichtig, wir müssen schnell rüber. Ludi hinterher, aber fliegt über unserem Kopf mit dem Punch. Hätte er uns da getroffen, wäre das hier ganz schnell over. Ludi probiert sich durchzumachen, klappt nicht. Wir gehen hin und probieren ihn wegzuboxen. Wichtig, dass er uns hier einmal nochmal getreten hat. Sonst wäre er vielleicht hier schon raus. Das ist so wichtig, wir gehen wieder in den Invisible. Oh, wichtig. Oh. Oh, da wurde er schnell weg. Oh, der hat uns einmal einen Punch mitgegeben. Wir gehen hier rüber auf Safety-Basis. Damit wir auch wirklich keinen Stress haben gegen Ludi. Ludi, wie gesagt, auch aktiver Zuschauer. Wenn ihr auch mal mitmachen wollt bei solchen Sachen, kommt gerne in den Discord. Der Link ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr natürlich reinkommen und dort machen wir auch Talks und zusammen chillen. Wichtig und wichtig. Gegen Ludi hier. Oh, mein Problem, ich habe gerade kein Cancel. Wichtig, wichtig, hier gut gespielt. Oh, oh, das ist jetzt hier. Oh, wichtig. Das war richtig gut von uns. Wir sind hier. Oh, wichtig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass ich durch. Ich komme nicht rüber. Das gibt's doch nicht. Ludi gewinnt hier die erste Runde so close. Die ersten 200 Gems für euch in den Pot. Das wird doch heute so viel. GG an Ludi, dass er hier für euch die Gems holt. Das gibt's doch nicht. Was ihr machen müsst, um die Gems zu bekommen, schreibe ich euch bald in die Bildschirm. Also haltet die Augen wirklich offen. Die nächste Runde beginnt. Das gibt's doch nicht hier wirklich gegen FCB. Er möchte mich hier wirklich besiegen. Auch ein Spieler, der schon sehr lange in der Community hier mit vorhanden ist. Man sieht, er will direkt hier punchen und geht auf aggressives Gameplay. Das ist wirklich, wirklich hart hier zu besiegen. Aber ich glaube, wir könnten das schaffen. Wir müssen, wie gesagt, einfach nur auf Safe spielen, ein bisschen rumlaufen. Natürlich müssen wir mit den Jumpers aufpassen, weil wenn wir hier zu viel rumjumpen, kann der Power Punch sehr schnell und einfach vorbeikommen. Deswegen müssen wir da wirklich aufpassen. Aber er muss auch aufpassen. Er wird aggressiver. Wir merken's. Ha! Hier wäre jetzt was gekommen, wäre er schon raus. Deswegen muss er auch aufpassen. Das läuft aber hier richtig gut. Wir müssen hier echt auf Safety nicht spielen. Der Invisible Emote, wie gesagt, schützt uns hier nochmal ein bisschen. Falls euch das Video gefällt, teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, damit die auch hier nichts verpassen und wir immer mehr werden hier. Wichtig, dass wir hier so rübergegangen sind. Wichtig, das wäre close gewesen, hätte er uns da getroffen, das wäre ganz, ganz schief gelaufen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Oh, wichtig hier. FCB kommt uns hinterher. Man merkt, dass er weg. Oh, mit der Grätsche. Ich weiß nicht, was sagt ihr zu der Grätsche? Findet ihr die Grätsche nice oder geht die? Ich muss sagen, ich finde ja lieber Boxen und den Volleyball, damit kann man nochmal ein bisschen safer spielen. Aber natürlich Grätsche auch wirklich gut für Safe Jumps und vieles mehr hier. Natürlich auch ein bisschen aufzuregen und so. Auch gut die... Oh, wichtig! Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, ihr seid auch guter Spieler. Wir müssen jetzt natürlich hier, er wird das aktivieren, das ist gar kein Problem. Wir machen hier auf Lock. Oh, wichtig. Ha! Oh, hätte er da nicht gegrätscht, wäre das hier ganz schlimm für ihn geendet. Da müssen wir wirklich aufpassen. Hier nochmal hier. Wichtig, hier nochmal den Jump mitgenommen. Das war sehr wichtig von uns. Wir gehen hier jetzt schnell vor, damit wir das hier wirklich durchkommen. Damit wir hier auch nichts berühren. Wir hier nochmal den Cancel-Mode. Das war wichtig. Das war so, so wichtig. Hier, ja, probiert nochmal den Jumps. Oh, wichtig. Wir kommen beide rüber. Hier, es wird hier immer schwieriger. Wir machen hier alles an. Oh, das hätten wir vielleicht sogar fast geschafft. Hier wird es nochmal ein bisschen schwierig. Das ist wirklich einer der schwierigsten Hindernisse für mich, weil ich weiß nicht, ob ich hier rüberkomme, aber ich komme. Das war so wichtig, hier einmal mitzunehmen. Oh, wichtig von uns beiden. Aber nein, kriege ich nochmal den Cancel im Auto hier rüber. Wir schaffen es, aber jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig, aber wir schaffen es noch rüber. Das ist so, so wichtig. Ja, wird aufmachen. Oh, das war close von FCB hier. Wirklich schwierig gespielt, aber auch gut.
Gut, jetzt hier. Oh, jetzt müssen wir hier wirklich. Oh, wir probieren jetzt hier mit Ball zu arbeiten. Nein, falsches Emote. Wir müssen jetzt hier wirklich den Safe Jump schaffen. Oh, close war der Safe Jump. Wir haben fast gewonnen. FCB, wirklich guter Spieler. GG an dich. Die nächsten Gems sind in dem Pot für euch. Die nächste Runde ist gegen Heidewitzka. Er ist auch wirklich guter Spieler. Er fragte mich eben vor der Aufnahme: Ja, sollen wir extra schlecht spielen oder sollen wir gut spielen? Ich so: Nein, zeig, was du drauf hast. Als ob wir hier extra schlecht spielen. Aber er wird keine leichten Karten haben gegen mich. Oh, vielleicht doch, vielleicht doch. Er kann durchbacken und alles. Er ist ein guter Spieler. Wir machen uns invisible. Wir merken das schon. Er hat alle Tricks und Mix drauf. Er ist wirklich starker Spieler hier. Das könnte richtig in die Hose gehen. Aber nein, wir sind auch gut dabei. Oh, wichtig. Wie gesagt, sobald die starken Hindernisse kommen, fange ich auch an zu schwitzen. Noch ist ja alles easy peasy lemon squeezy. Aber wenn die wirklich starken Hindernisse kommen, kann das hier wirklich schwierig werden. Er sieht uns nicht, er sieht uns nicht, er sieht uns nicht. Ha! Wir probieren jetzt hier nochmal hier einfach weg zu boxen. Oh mein Gott. Wichtig! Wichtig, dass er hier nochmal durchkommt. Aber nein, das war gut von mir gespielt. Das hätte wirklich klappen können. Das war gut. Jetzt hier einmal aufpassen. Wichtig, oh nein, er blockt mich. Oh was, wie close war das denn hier alles? Wirklich gut gespielt von beiden. Aber ihr merkt selber, wir machen auch hier keine halben Sachen. Wir gehen Full Offense. Wir gehen Full Offense und möchten hier wirklich nochmal rauskicken. Oh, wichtig. Okay, er probiert sich durchzubangen. Schafft's nicht. Wichtig, und wir holen jetzt hier den Sieg für uns. Heidewitzka ist raus und Diaz holt sich den Win. Auf einmal Programmer geworden, oder was? Richtig und wichtig. Keine Gems für euch und Diaz holt sich hier den Win. GG an Heidewitzka. Gut gespielt. Die nächste Runde beginnt gegen den Julian. Er ist auch aktiver Spieler bei uns in der Community. Abgesehen, wir haben ein paar Tricks auf Lager, aber es kann wirklich alles passieren. Wenn man hier wirklich unkonzentriert ist, kann das sehr, sehr schnell passieren, dass man hier einfach mal rausfliegt, ein Hindernis nicht mitnimmt, den Punch nicht trifft oder. Da muss man wirklich komplett einmal berechnen. Und er wäre, es ist jetzt schon fast raus. Das war ja mal close. Wir werden aggressiver, ihr merkt, Chat. Ihr merkt das im Video. Wir haben nicht mehr so viel Angst vor den Leuten. Wir müssen wirklich mutiger in die Fights gehen, sonst haben wir wirklich ein Problem gegen die anderen Leute. Dass die uns hier wirklich fertig machen. Weil wenn wir uns Angst haben und denken so, oh nein, lieber nicht boxen, auf Safety nicht gehen, dann kann das sehr schnell hier wirklich vorbei sein für uns. Na, weil die werden safe länger überleben, weil die haben die ganzen Maps schon hunderte Male gespielt. Wir sind ja noch relativ neu in StumbleGuys. Aber die sind wirklich schon lange dabei, spielen schon mit ihren Freunden so lange. StumbleGuys mit Familie, Brüdern, weiß ich doch. Julian, auch ein Bruder, der auch mit mir bei mir in der Community ist. Oh, wichtig, aber alles gut hier, entspannt. Oh, schnell weg hier. Wir gehen hier mit Cancel rüber. Was war das? Das hat voll gemacht. Ich hab's genau gesehen, Julian. Ich dachte kurz, du wärst raus dadurch. Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Er macht dich schon Disrespect Emote, aber das lassen wir uns nicht auf uns setzen. Wir gehen hier wirklich voll Power rein. Wichtig, wichtig. Oh, das war gut. Oh nein, 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 er wird uns punchen. Lauf, 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 lauf in die Runde. Okay, jetzt hier ist nochmal wichtig. Wir gehen hier ran. Kennst du den Mode? Sehr gut. Falls ihr auch mal ein Tipp und Tricks Video haben wollt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Tipps und Tricks für die etwas schlechteren Tricks, weil wie ihr seht, wir machen die Tricks relativ einfach, aber schaffen wirklich gefühlt jeden Trick hier mitzunehmen, weil wir wirklich einfach für die ganz einfachen Tricks gehen. Wie close, ich dachte kurz, wir werden vorbei. Das ist jetzt hier nochmal wichtig. Alles gut, der wird, oh, wichtig. Okay, er muss jetzt hier, oh, es ist raus. Julian ist raus, wir gewinnen die nächste Runde. Was geht denn hier ab? Wir gewinnen eine Runde nach der anderen. Die Dias einfach die Pro-Gamer geben auf einmal in sich drinne. Julian verliert auch gegen uns. Let's go, nächste Runde beginnt. Es geht weiter, let's go. Die nächste Runde gegen Ninja oder auch aka Klumpen heißt er auch überall anders. Er ist auch echt oft dabei und möchte auch hier jetzt wirklich gewinnen. Wo ist er? Er hat sich auch unsichtbar gemacht. Er hat auch Invisible. Ich dachte, er wäre schon raus. Das ist so schlau von ihm, dass er hier auch Invisible mitnimmt. Das könnte jetzt hier alles einmal ändern. Das ist so, so stark. Besonders ist es natürlich schwierig, wenn man hier dann Invisible hat und dann nochmal den Punch kassiert. Es ist wirklich, wirklich schwierig, hier vielleicht noch einmal dann
Oh, ich dachte, er geht oben lang und wir können ihn rausboxen. Das ist natürlich jetzt mit Invisible hier richtig schwierig für uns auch. Er nimmt einfach unseren Trick und verwendet ihn gegen uns. Es ist schwierig hier gegen dich. Meine Zuschauer sind wirklich gut und die sammeln hier die Gems eins nach den anderen ein. Oh, wichtig, dass er darüber gekommen ist. Oh, wichtig. Ja, mit dem Pfannenbänder hier disrespected hier. Wir müssen jetzt auf Safeness gehen. Ihr seht, ihr kommt hier immer rüber, wenn ihr den benutzt. Einmal hier noch einen Box mitnehmen. Wie gesagt, Uninvisible auch sehr gut für Spieler, die jetzt vielleicht nicht so gut sind oder hier nochmal ein bisschen Pause brauchen und nicht die ganze Zeit Stress haben wollen. Ah! Okay, gut. Ich dachte kurz, er puncht mich, aber das war knapp. Wichtig! Wichtig, hier mitzunehmen. Unsichtbar, das ist so, so gut. Oh mein Gott, ich bin am Schwitzen, ich bin am Schwitzen, ich bin nervös. Wichtig! Wie close war das denn bitte? Oh mein Gott, ich dachte kurz, wir wären raus, aber nein! Wir sind noch drinne! Oh! Oh nein, oh nein, oh nein, was ist das? Was war bei... Oh, das war so los! Wir sind raus, die nächsten Gems gehen an euch! Ich kann das nicht mehr! Ninja hat die einfach komplett rasiert gegen uns, das war doch so viel! Die nächste Runde gegen Basti, neuer Zuschauer von uns, hat auch gesagt, ich möchte dich herausfordern und gucken, wie gut ich bin und ob ich gegen dich wirklich besiegen kann. Er ist auch wirklich stark, glaube ich. Er hat auch ein paar Mal schon bei uns mitgespielt und hat wirklich was drauf hier mit dem Tiger-Skin. Wir müssen hier mal wirklich aufpassen. Ich muss sagen, den Tiger-Skin finde ich auch sehr, sehr cool. Den müssen wir uns auch noch besorgen. Richtig und wichtig hier, der Skin ist sehr cool. Oh, er puncht mich hier weg. Basti, schwierig. Holt der für euch die nächsten Gems oder nicht? Das ist so, so wichtig, hier wirklich aktiv zu sein, weil wir werden immer mehr hier in der Community und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen und deswegen machen wir auch gerade derzeit so viele Gems, die wir wirklich an euch verschicken. Ihr müsst natürlich auch wirklich hier aufpassen, wie gesagt, die schwierigen Ziele sind hier jetzt noch nicht da. Er hat kein Invisible, aber einen Punch dabei, da müssen wir natürlich wirklich gucken, dass wir das hier wirklich nochmal mitnehmen. Oh, er chillt da oben. Oh, ich dachte kurz, wir können hier raushauen. Aber nein, er ist noch immer dabei. Basti, auch guter Spieler anscheinend. Aber nein, er schafft den Punch nicht. Das war so close. Hätte er uns da getroffen, wäre das richtig schwierig geworden. Er nimmt auch Volleyball mit. Das ist auch gut. Volleyball ist auch ein guter Emote hier. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr den Volleyball-Emote? Würde mich einfach mal interessieren. Und habt ihr den Volleyball-Emote oder nicht? Oh, hier. Sehr gut. Beide kommen hier einfach rüber, einfach auf lockerer Basis rüber. Oh, wichtig. Er kommt auch rüber. Er fliegt. Oh nein, ich dachte kurz, wir können ihn da punchen, aber nein, er hat jetzt auch einen Punch ready. Jump back, wir kommen trotzdem noch rüber. Das ist so, so wichtig hier. Er ist durchgebackt, wie gut. Das gibt's doch alles hier nicht mehr. Wie gut ist er denn bitte? Wir müssen jetzt hier beide einmal aktivieren. Rüber und dann schaffen wir noch. Oh, Basti hat da Probleme. Wird hier nochmal nach vorne geboostet mit dem TNT. Kommt hier auch rüber? Oh, er weiß, ich wollte ihn punchen, aber er puncht mich. Die Rache war seine. Oh, dann wurde er weggebounced. Weggebounced und er schafft es sogar noch. Ich dachte, er wäre safe draußen. Was ein guter Spieler. Das gibt's doch nicht hier mit dem Volleyball am Arbeiten. Die werden immer schwieriger, die Hindernisse. Da müssen wir natürlich aufpassen. Wir sind, oh nein, wir sind runtergefallen. Wie gut wäre das denn gewesen? Die nächsten Gems gehen rein für euch. Basti GG hier mit dem Tiger-Emote. Das gibt's doch alles nicht mehr. Wie gut gespielt, Basti GG. Crazy. Die nächste Runde gegen Dragon. Was ein cooler animierter Skin. Wie cool sieht der denn aus? Den müssen wir uns auf jeden Fall auch mal besorgen. Oh, wichtig hier nochmal rüber zu gehen. Wie gesagt, wir machen ganz entspannter Basis. Ihr habt schon so viele Gems für euch eingesammelt. Wir erhöhen das natürlich mal auf, damit es hier wirklich rund ist für euch. Aber wir gucken mal jetzt erstmal Dragon. Wir schreiben natürlich am Ende rein, was ihr machen müsst. Aber ganz, ganz wichtig, die nächste Sache, die ihr machen müsst, um bei dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist natürlich euren Ingame-Namen in die Kommentare zu schreiben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die Namen auch nicht changen dürft, weil es ist passiert oft, dass wir die Leute dann anschreiben oder die Leute, die Gems geben wollen, aber die ihre Namen verändert haben und wir dann keine Chance haben, euch zu finden. Deswegen immer ganz, ganz wichtig, wenn ihr irgendwo mit teilnehmt, bei egal wo, immer euren Namen nicht changen, damit wir die weiterreichen können. So, Dragon hier auch wirklich stark, hat auch im Box dabei. Ich glaube, kein Invisible. Wir machen mal einmal so. Oder wollte er mich schon mal rausgrätschen? Das war gut. Wir gehen hier nochmal auf Safety mit dem Cancel Emote. Das war wichtig. Sehr, sehr wichtig hier. Wir gehen los, wir gehen hier rüber. Einmal hier mal Safetiness. Wichtig und richtig. Er nimmt den Volleyball, hat er dabei. Sehr gut. Er hat Gritsche, Volleyball, Cancel und seinen Box dabei. Das ist sehr gut. Er kann hier wirklich nochmal was mit den Sachen anfangen. Besonders der Volleyball, wie gesagt, kann hier wirklich nochmal retten an schwierigen Situationen. Da muss man halt auch wirklich drauf achten. Oh, hier machen wir erstmal hier ganz locker.
Oh, wichtig. Ich dachte kurz, wir können zwischendurch Cancel machen, aber nein, das war wichtig hier. Oh. Wir müssen hier aufpassen. Wir machen hier ganz entspannt. Wir müssen hier. Nein, 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 Dias, benimm dich. Wichtig, dass wir hier noch rübergekommen sind. So, so wichtig. Wir haben beide einen Punch geused, das war gut. Aber er kommt nochmal rüber. Oh, wir gehen durch, wir gehen durch. Lass ihn da schön hier die Punches nehmen. Wir gehen durch. Oh, nein, 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 wir müssen aufpassen. Das war so close. Wir berühren alles, wir berühren alles. Nein, Dias fliegt weiter rüber. Es ist schon das zweite Mal passiert. Nein, die nächsten Gems, die gehen in euer Konto. Ich kann das alles nicht mehr. Es ist so schwierig gegen Dragon. Guter Spieler. Das gibt's doch alles nicht mehr. Das war das 1 gegen 1 gegen unsere Zuschauer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Hier findet ihr noch weitere Videos verlinkt. Und wir sehen uns morgen 15 Uhr wieder mit einem neuen YouTube-Video. Let's go!